Aber jetzt erstmal zu den Neuigkeiten des Tages. Und die erste führt uns direkt hier hinten hin in die Wilhelmstraße. Da sehen Sie diese noch zur DDR-Zeit direkt neben das Brandenburger Tor gebauten Häuser. Und dort versammeln sich zur Stunde die Mieter, denn sie haben Angst. Sie sollen nämlich weichen für einen neuen, schicken Neubau. Diese Häuser sollen abgerissen werden. Allein der Gedanke für Christa Weber und Christoph Herzog unerträglich. Seit 14 Jahren wohnen sie hier. Wenn wir hier rausgeschmissen werden, wir finden so eine Wohnung nie mehr wieder. Das ist zu dem Preis und in dieser Lage. Und diese schönen Wohnungen, also wie gesagt, wir wohnen sehr gerne hin. Wir haben hier hinten raus unseren Balkon. Wissen Sie, wir haben hier einen wunderbar freien Blick. Ja, wo kriege ich denn das wieder? Das sind schön geschnittene Wohnungen, es sind sehr moderne Wohnungen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man so ein modernes Haus überhaupt dem Erdboden gleich machen will. Genau das aber plant die Eigentümerin, die Bär Grundstücksgesellschaft. Von Hausnummer 56 bis 59 wird alles platt gemacht, um einen neuen Wohn- und Gewerbebau zu errichten. Dabei ist der Plattenbau erst vor 22 Jahren entstanden, galt als Prestigeobjekt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBM hat die Häuser vor Jahren verkauft. Nun macht die Bär Grundstücksgesellschaft, was sie will. Auch bei Mieter Jürgen Pfeiffer flatterte vor kurzem die Nachricht ins Haus. Er hat Angst. Wenn ich irgendwo anders 30-40% mehr Miete zahlen muss, übersteigt meine Möglichkeiten. Denn ich bin Rentner und kann von meiner Rente mal gerade jetzt die Miete bezahlen. Die Bär Grundstücksgesellschaft mit Sitz in Grunewald will sich heute noch nicht dazu äußern, was auf dem Areal genau entstehen soll. Bereits seit einem Jahr treibe man aber die Neubauplanungen im Schulterschluss mit dem Senat voran. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hingegen beteuert, das Land Berlin habe versucht, den Abriss zu verhindern, sei aber gescheitert. Es gibt einen Gerichtsbeschluss dazu, der dem Grundeigentümer genehmigt, dort sein Grundstück so wirtschaftlich wie möglich zu benutzen. Und das macht er, er baut dort. Uns war dafür wichtig, dass die Mieter insoweitgehend Unterstützung erhalten, als dass eine unabhängige Institution sie berät, wie sie an neue Wohnungen kommen. Die Mieter wollen sich aber nicht beraten lassen, sondern hier wohnen bleiben. Und sie glauben laut Mietvertrag dazu ein Recht zu haben. Der Berliner Mieterverein glaubt das auch. Wenn dem Mieter in seinem Mietvertrag durch einen Zusatz garantiert wird, dass er nicht gekündigt werden darf, und das ist in hier an einigen Verträgen vorliegend der Fall, dann kann, selbst wenn die Kündigung dann kommt, der Mieter den Vertrag dem entgegenhalten und vor Gericht würde der Vermieter dann damit keine Chance haben. Wann der Abriss stattfinden soll, ist noch unklar. Hoffentlich nie, sagen die beiden. Freiwillig werden sie nicht gehen.